Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder mal auf The Morris Land unterwegs. Wir sind in unserem Produktionsspecial und wir sind, deswegen muss ich tatsächlich auf meine schlaue Liste nachgucken, bereits in Folge 37. So weit geht's schon. Ja, ihn stellen wir mal eine Runde hier ab, hatte ich ja gesagt. Wir lassen den Drescher noch eine kleine Chance. Diesen Spaß hier werden wir als nächstes pflügen. Ich hoffe, dass wir ihn hier noch in Einsatz bringen. So, ich schalte nochmal durch. Den brauchen wir noch nicht. Den fahre ich jetzt, wenn ich schon mal wieder hier bin, sicherheitshalber mal raus aus der Froh. So, das werde ich dann mit dem auch machen. So. Ja, die gute Maisernte startet. Die Maisernte sieht nicht reif aus, aber sie ist erntbar und alle wissen, dass es Mais ist. Da gab es wohl grafisch ein paar Probleme. Ich hoffe, dass das nach dem Selbstgesäten dann nicht mehr so ist, weil das war das Gekaufte sozusagen. Und ich hoffe, dass das noch klappt. So, hier fahren wir wieder einmal rum. Unsere Gemüsegeschichten arbeiten da und werden produziert. Hier werden wir jetzt nochmal eine Runde Wasser ranholen. Ich möchte die Produktion hier nämlich gerne knackig voll machen. Und dann können wir den Rest zu den Tieren bringen. So. Ja, der hat noch ein Momentchen Pause. So, der Palettenwagen, der kommt schon mal wieder nach Hause. Da haben wir festgestellt, dass wir schön Bretterpaletten und alles machen können. Bretterpaletten, Europaletten und wie sie alle heißen, lassen sich hervorragend mit ihm hier transportieren. Autoloader funktioniert ja super. So, gut. Ja, was man natürlich hier auch noch gucken muss zwischendurch ist, was machen die Bestände. Das werden wir jetzt schon mal machen, wenn wir schon mal hierher fahren. So, ich lasse ihn jetzt erstmal hier vorne an der Seite stehen. Ja, Bretterpaletten sind noch keine großen nachgebaut worden da. Kann natürlich daran liegen, dass vielleicht gar nichts da ist zum Produzieren, wir Holz alles. Obwohl, Tatsache glaube ich. Warum bist du aus? Es ist Brennstoff da und es ist Holz da. Versteht das jemand? Nö. Es sind tatsächlich noch 625.000 Bäume da. Steht irgendwas im Weg oder drauf? Nee, nix. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Aber die Lampe ist rot. Reicht er da vorne rüber? Stand ich da selber drauf? Ich stand da selber drauf. Was hat er mit der Produktion nichts zu tun, sondern einfach nur mit dem Hinstellen? Komisch. Echt komisch, oder? Findet ihr nicht auch? Holz, das sollte eigentlich alles noch genug da sein. Oh ja, suspekt. Echt suspekt. So, wie sieht das hier aus? Also da ist es wenigstens ein bisschen mehr geworden, weil da sehe ich eine Palette. Ja, Holz ist ja auch noch drin. Werde jetzt mal hier immer durchklicken. Ja, ich habe schon zu weit. Hätte den anderen auch schon zu hinfahren können zum Abholen hier. Einmal abtanken, bitte schön. So. Hammer. Wasser einmal abpumpen da vorne, das brauchen wir so zwischendurch, bis die Bude halt voll ist. Dann haben wir erstmal eine ganze Ecke Wasser da stehen, mehr als genug behaupte ich.
Und dann kann ich mit ihnen wieder rüberfahren mit dem Wasser, was ich hier mitnehme. Und können die Tierversorgung machen halt. Ich weiß nicht, was er gerade hat. Da. Jetzt sind wir. Okay. Mal schnell durchklicken, weil na, wo ist er? Da. Der muss seinen hier auch noch leer machen, ne? Sonst wird das nichts. So, ran da. Damit sind wir schon mal 36.000, 37.000, 38.000 Liter drin. Ist auch schon mal nicht schlecht. Sein Kollege hier schon wieder unterwegs. Die erst mit Wasser abpumpen gleich schon wieder durch. Ja, so schnell geht's, ne? So schnell geht's. So, dann fahre ich ihn jetzt hier auf jeden Fall schon wieder zur Seite, dass da drüben wieder Wasser pumpt. Das dauert ja auch mal eine Zeit. Hier sind die Früchte dabei, sich zu vermehren. Das ist auch okay. Die Paletten kommen. Da können wir dann demnächst einen der Palettenwagen rüberfahren, die wir noch haben. So. Wir tanken den Spaß. Gut, was ich noch machen kann, ist natürlich den Mist hier vorne. Obwohl, das könnte ich auch mit dem Großen machen, ne? Wäre wahrscheinlich einfacher. Schalten wir einmal weiter durch. So, da haben wir. Wir nehmen jetzt ihn hier mit seiner ganz kleinen Schaufel. Und fahren hier vorne mal zum Mist rüber und kippen den Spaß hier in den kleinen Hänger, den wir hier stehen haben. Da fahren wir den her. Und damit auch zu den Kühen fahren. Gucken, wie viel das hier ist. Ach so, das ist nicht mal die volle Ladung, okay. Ja, dann nehme ich das in keinen Hänger mit, sondern fahre das mit ihm hier direkt in den Komposter. Und mache das dann auch mit den Schweinen, weil da hätte ich dann ja eh einen mit der Schaufel dahin haben müssen. Was auch kein Problem ist, weil das gute Stück gefährt 43. Ich werde natürlich erstmal schon mal den Warnblinker anmachen hier. Und Umbeleuchtung, dass wir hier am Rumheizen sind. Und dann gucken wir mal. Das sollte irgendwie gehen, ne? Wow, die fahren ja auch ganz schön zackig um die Ecke. Hat sich wirklich erschrocken, ne? Dass hier immer so ein wunderbarer New Holland hier ankommt. Auch eine wunderschöne Mod, muss ich sagen. Sehr schön und detailliert gemacht. Sonst, wenn man jetzt zum Beispiel hier das kleine New Holland-Zeichen da im Metall da sieht, was da so drauf getackert ist. Also, ich finde das ein sehr schönes Gerät. So, gut, gut, gut. Einmal Richtung Komposter, dann einmal zu den Schweinen, da auch den Mist wegholen, wenn das klappt. Ich fahre jetzt extra nicht vor bei den Schweinen hin, weil ich glaube, es ist mehr wie die 30%, die ich noch aufnehmen kann. Das ist der Trick. Deswegen werde ich da jetzt zweimal ranfahren. Einmal den Kram hier leer machen und einmal das andere. Und wie gesagt, das kam mit dem auch. Bis man das jetzt irgendwo eingeladen hat, sich einen Traktor vorgeklemmt hat, mit dem Traktor losgefahren ist. Der Traktor fährt vielleicht 10 km/h oder sowas mehr. Ne? Man muss dann anfangen rückwärts zu kurbeln. Der hier fährt da vorne vorwärts rein, macht seine Schaufel leer und sagt, so, fertig, nächster. Und dann Bretterzaungeschichten hier mal vorbeischmuggeln. Und dann stellen wir fest, dass ich eine Einfahrt zu früh war. Dann hat er durch den Wagen vorbeigelassen. Tja, aber, ne? Man ist halt ein bisschen blind für grüne Strahlen.
So, wenn ich den hier leer gemacht habe, dann... Oh, hier oben muss ich, glaube ich, jetzt hoch. Ja, da kann er auch ganz locker hochfahren, wie ihr seht. Muss ich das schon höher machen? Nö, nicht mal das. Liefert er das hier ab? Ja, er liefert das ab. Das ist ja super mit dem Teil. Vor allem ist das die schöne 11.000er Kelle, die er vorne vorhat. Ne? Das hat was. Und 43 macht auch richtig Druck. Kommt da einer? Hier. Kommt da einer auch nicht? Muss er nur einmal hier auf den Nachbarhof zu den Schweinehaufen. Schweinigen Misthaufen. Er ist da. Quietsch. So, wie viel haben wir hier denn an Bord? So, schön runterlassen. Ja, ihr kleinen Schweine, ihr dürft bald kein Problem haben, aber Mais ist unterwegs. Das sollte also kein Problem sein. Meine Vermutung war, ich weiß nicht, ob die richtig oder falsch war, ich will es jetzt nicht sagen. Hätte es noch mit reingepasst oder nicht? Ich habe die genaue Anzahl nicht im Kopf, die er tanken könnte mit seiner Schaufel vorne oder mitnehmen könnte mit seiner Schaufel. Muss ich so zugestehen. So, einmal ratzfass um die Ecke, auch da wieder hin. Dann lasse ich ihn erstmal kurz hier stehen. Momentan brauche ich ihn ja noch nicht und dann kann das nächste Mal nämlich zuerst von hier den Schweinekram machen. So. Auch das da rein. Ja, da haben wir schon mal 20.000 in Grundlage. Da müssen wir echt nur Sprit produzieren. Beim Sprit produzieren machen wir auch noch Kompost. Nee, Gärreste. Das ist eigentlich alles okay. Weil die Gärreste können ja auch so den Kompost. So, die Lampe kann aus, der Motor ist aus, das ist wunderbar. So, er kann schon wieder losfahren. Weil der ist bei 98% da vorne. Dann dürfen wir uns nämlich gleich das Rohr zeigen. Ich hätte fast gedacht, den Finger zeigen, aber nein. Er wird uns das Rohr zeigen. Ja, also wie gesagt, wenn die beiden voll sind, wird da noch ein Streifen in der Mitte überbleiben, schätze ich. Wie viel das denn zum Häckseln ist, das weiß ich nicht, aber da lassen wir uns überraschen. Die Hunkset steht auch richtig, wunderbar. Ja, die beiden haben minimal unterschiedliche Tankgrößen, deswegen ist auch die Füllung immer teilweise ein bisschen anders. Aber schauen wir mal. So. Das haben wir auch. Ja, nicht erschrecken, es ist wieder mal zwischendurch, mache ich immer eine Runde Wasser, bis er da platzt. Bis er da platzt, und wenn er da platzt, dann fahre ich das zu den Tieren. Und dann hat er erstmal wieder Pause. Und dann gucke ich, wo die nächste Produktion ist, die Wasser braucht. Hier kann man natürlich erstmal alles dann... mit dem günstigen Nass versorgen. So, gehen wir mal kurz gucken, wie viel passen denn hier rein. Okay, wenn er den Spaß jetzt hier rein macht, passt hier locker noch ein oder zwei rein. Das ist auch okay. Da können wir mit leben. Der hat noch keine Arbeit. Der hat seine Arbeit gerade getan. Den Streudünger brauchen wir auch noch nicht. Die Jungs sind okay. Da sind wir bei. So, ja, okay, man kann natürlich jetzt ihn hier mal probeweise ansetzen. Angemacht habe ich ihn. Helfer anstellen. Der Helfer will auch losfahren. Ja, das ist auch super. Und er braucht ja auch einen Moment zum Fahren. Also würde ich sagen, ihn lasse ich dann schon mal. Hier frage ich mich, warum die Palette nicht läuft. Ich weiß es echt nicht. Hier gucken wir ganz kurz, der Hackschnitzler. Hat er noch zu tun? Ja, 64.000 Holz. Das ist nicht so sonderlich viel mehr. Und ich schätze mal, ich sollte einfach mal den... So, wo haben wir ihn denn? Na komm, gib ihn mir. Den hier. So, ich werde den Spaß hier mal zur Seite fahren.
So. Da steht er. Und dann werde ich mal den Dingspart leer, mal umfüllen. Ich weiß nicht, wie viel Lager in das Hackschnitzellager reingehen, aber ich klemme den Traktor da mal ran und mache den Hänger voll. Ich glaube, das hört sich sinnvoll an. Und man sieht ja auch, dass man hier dann bald wieder Holz anliefern könnte schon. Muss ja alles weitergehen. So, ankuppeln und laden. Pumpet. So, gehen wir hier raus. Gucken wir hier beim Produktionsteil. Ja, aber die Produktion läuft auch, Lampe ist auch grün. Ich weiß nicht, warum die Lampe drüben nicht grün ist. Das ist ja, das weiß ich nicht. Naja, aber ich muss es auch nicht wissen, weil die Folge schon wieder vorbei ist. So schnell geht es leider. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Daumen nach oben wäre klasse. Ne? Auch das berühmte Abo wäre cool, genau wie auch das Teilen. Würde mich auch sehr freuen über einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge oder sowas noch habt. Und dann sage ich vielen, vielen Dank an die, die mich immer schon so fleißig unterstützen. Und dann bis morgen.